Selfio. Do it yourself, aber do it richtig. Steht nicht so viel Aufbauhöhe zur Verfügung oder lassen die statischen Gegebenheiten keine Einbringung eines herkömmlichen Nassestrichs zu, können Sie das Trockenestrichsystem verwenden. Bei diesem System wird als erstes die 25 mm starke Trockenestrichsystemplatte verlegt. Anschließend wird dort, wo später das Rohr geführt werden soll, Wärmeleitbleche in die Systemplatte eingelegt. Danach wird das Rohr in die Wärmeleitbleche eingedrückt. Anschließend wird eine PE-Folie als Trennschicht zwischen Fußbodenheizung und Trockenestrich verlegt, bevor dann die Lastverteilschicht, der eigentliche Trockenestrich, eingebracht werden kann. Diese Platten haben üblicherweise eine Dicke zwischen 18 und 25 mm. Daraus ergibt sich eine Gesamtfußbodenhöhe zwischen 43 und 50 mm. Bitte beachten Sie, dass die Stärke des Trockenestrichs Einfluss auf die Auswahl des Bodenbelags hat. Speziell bei Fliesen ist das zu beachten. Das Heizungsrohr liegt bei diesem System in der Isolierung. Damit die Wärme des Heizwassers an den Fußboden abgegeben werden kann, werden die Wärmeleitbleche eingesetzt. Das Heizungswasser erwärmt das Blech, das wiederum erwärmt den Trockenestrich, der darauf liegt. So wird die Wärme an den Fußboden übertragen. Um eine vollflächige Wärmeübertragung zu erreichen, sind die Wärmeleitbleche zwingend notwendig. Ein weiterer Vorteil dieses Systems neben dem geringen Gewicht und der niedrigen Aufbauhöhe ist die sofortige Belegreife. Der Fußbodenbelag kann also sofort verlegt werden, ohne noch eventuelle Trocknungszeiten abwarten zu müssen. Natürlich kann auch dieses System durch die Verwendung weiterer zusätzlicher Dämmplatten erhöht werden. Bitte beachten Sie dabei allerdings auf die Druckfestigkeit dieser Dämmplatten. Die Druckfestigkeit sollte mindestens 125 kPa pro Quadratmeter betragen. Für wen auch die Höhe des Trockenestrichsystems zu hoch ist, hat noch die Möglichkeit, das Dünnschichtsystem einzusetzen, bei uns das sogenannte Mininob-System. Mit diesem System lassen sich Aufbauhöhen von lediglich 20 mm realisieren. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings ein absolut glatter, ebener und tragfähiger Boden. Nach entsprechender Vorbereitung des Untergrunds wird dann die selbstklebende Mininob-Platte verlegt. Danach wird das Heizungsrohr wie beim normalen Noppensystem in die Noppen eingedrückt. Beim Mininob-System wird ein 12 mm Heizungsrohr verwendet. Danach wird ein sogenannter Nivellierestrich eingebracht, der, wenn er im direkten Verbund mit dem Untergrund verlegt wird, lediglich eine Rohrüberdeckung von 8 mm benötigt. Der Trick besteht dabei in der Durchlässigkeit der Systemplatte. Der wasserdünne Nivellierestrich dringt durch die Poren der Systemplatte und verbindet sich mit dem Untergrund. So wird eine sehr haltbare Verbindung hergestellt. Dadurch ist diese geringe Aufbauhöhe möglich. Wenn Sie den Nivellierestrich nicht im direkten Verbund einbringen können, wird eine sogenannte Schrenzlage benötigt. Dabei handelt es sich um ein Natron-Kraftpapier. Hört sich seltsam an, heißt aber so. Dann wird allerdings eine Mindestrohrüberdeckung von 20 mm benötigt. Die Gesamtaufbauhöhe liegt dann bei 32 mm des Systems. So, und wenn Sie nun das für Sie richtige System herausgefunden haben, können Sie sich das für die Verlegung benötigte Know-how in einem unserer Montagevideos aneignen. Sollten Sie allerdings noch unsicher sein, was Sie alles für die Verlegung der Heizung benötigen, sprechen Sie uns ruhig an. Wir werden dann gerne für Sie den Materialbedarf auslegen und berechnen. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Unterschiede der einzelnen Fußbodenheizungssysteme ein wenig näher bringen. Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Machen Sie es gut, machen Sie es selbst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Selfio. Do it yourself, aber do it richtig.